Whoop. Ich glaube, ihr habt den Move erkannt. Richtig, es war der Floater. Zusammen mit der Allianz wollen wir heute im neuen FCBW-Tutorial den Floater trainieren, zeigen, wie er funktioniert, warum man ihn wirft, wann man ihn wirft. Und ihr habt schon gesehen bei Matteo, der heute dabei ist mit Giuliano und Nick, der Ball ist sehr weit nach oben geflogen, ne, floatet quasi, also der fliegt und der schwebt so in der Luft, der Ball. Und der soll über die großen Center geworfen werden, die zur Halbzeit kommen. Wir wollen anfangen mit dem einfachen Floater, das heißt, wir fangen am Elbow an, ja, oder rechts vom Korb, fangen an, mit der linken Hand einen Dribbling in Richtung Korb zu nehmen, mit dem linken Fuß abzuspringen und der Halbzeitverteidiger kommt quasi in dem Moment, ich tarne mich mal als Center, mache mich ein bisschen größer, die Halbzeit kommt und da wollt ihr drüber werfen. Ja, Fußarbeit ist folgende, linke Hand dribbelt, linker Fuß abspringen, rechte Hand floatet. Floatet den Ball nach oben. Richtig. Dabei klappt das Handgelenk nicht ab. Die Hand pusht quasi den Ball nach oben. Ja? Hier wollt ihr drüber werfen. Richtig. Sehr gut. Hab einen Schritt. Super. Sehr gut. Ja, ihr seht, die Hand bleibt offen, damit der Ball ganz schnell aus der Hand gefloatet werden kann, damit der Center den Ball nicht blocken kann. Sehr gut, Jungs. Ja, traut euch mal ruhig zu, ein bisschen höher zu werfen als normalerweise, weil die Verteidiger werden immer größer und größer. Ja, ihr kennt vielleicht Eddie Tavares, 2,21 Meter bei Real Madrid. Da müsst ihr irgendwann drüber werfen. Hopp. Super, nice. Very good. Super, Jungs. Ja. Ja, dieser Wurf gehört zum modernen Basketball dazu. Den normalen Layup gibt es fast nicht mehr. Sondern ihr müsst euch da was einfallen lassen, um über die Verteidiger drüber zu werfen. Ja, der sitzt schon mal sehr gut. Ich glaube, das hat jeder verstanden. Das ist ein verkürzter Layup. Jetzt gehen wir auf die andere Seite vom Ring quasi. Jetzt penetrieren wir mit rechts und nehmen eine Fußarbeit 1, 2. Wir springen von beiden Beinen ab. Also ein neuer Rhythmus. Und jetzt wollen wir, am Anfang ist die Hüfte weg vom Korb, in der Luft die Hüfte zum Korb drehen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Rechte Hand dribbelt, wir landen rechts, links. Ja, bleibt mal stehen, bevor ihr abspringt. Dribbelt mal. Hier, rechts, links. Ja, stehen bleiben. Hier, rechts, links. Ihr seht, die rechte Hüfte ist weg vom Korb. Und die wollen wir in der Luft quasi, wollen wir die zum Korb drehen. Ja, einmal zeigen, attackiert den Korb. Die Hilfe kommt. Eins, zwei und wieder oben drüber. Sehr gut, Nick. Hopp, Hüfte weg vom Korb, Hüfte zum Korb. Super. Hab, eins, zwei, super. Ja, lass die Hand ein bisschen länger offen. Sehr gut, Nick. Push den Ball, eins, zwei. Ja, yeah. Und traut euch wieder zu, ein bisschen höher zu werfen als, yes, sir, super, super. Ja, umso höher der Ball fliegt, umso größer kann der Verteidiger sein. Hab, whoop. Ja, ist egal, macht nichts, sehr gut. Hab, rechts, links, Hüfte öffnen und drehen zum Korb. Perfekt. Hab, rechts, links. Das Gleiche könnt ihr natürlich auch von der anderen Seite machen, wenn ihr Linkshänder seid. Aber wir wollen heute nur die rechte Hand zeigen für die Linkshänder. Oder wenn ihr links trainieren wollt, macht ihr einfach immer die andere Fußarbeit. Wir bleiben nochmal bei rechts. Auf geht's. Eins, zwei. Rechte Hüfte zum Korb. Super. Ja. Hab. Hilfe kommt und oben drüber. Super. Ja. Tavares kommt. Da muss er drüber. Hab. Hunter kommt. Da muss er drüber. Sehr gut. Hopp und drüber. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir da zwei, drei getroffen im Spiel. Jetzt kennt der Center die Fußarbeit. Jetzt wollen wir wieder einen anderen Rhythmus einbauen. Das heißt, wir wollen jetzt penetrieren. Machen nicht 1, 2, sondern jetzt wollen wir einen Kontakt. Wir landen auf den Zehenspitzen und gehen sofort wieder hoch, wie so auf dem Trampolin, wie so auf dem Katapult. Das heißt, Dribbling, kurzer Kontakt und wieder die Hüfte zum Korb bringen. Ja? Einmal zeigen. Hier, anderer Rhythmus. Sehr gut. Super. Push, kurz. Yes. Ja, wenn es noch ein bisschen schneller gehen soll und ich habe die Zeit, nicht 1, 2 zu machen, sondern ich muss einen kurzen Kontakt nehmen und über den Verteidiger werfen. Pop. Yes. Super. Höher, höher. Traut euch, höher zu werfen. Super. Sehr gut. Hopp und hoch.
Mega. Bravo. Stark, Jungs. Kurzer Kontakt. Umso kürzer der Kontakt ist auf dem Boden, umso schwieriger ist das zu verteidigen. Hopp. Nice. Ja, vielleicht noch eine Sache beim Floater. Nie nach vorne springen oder nicht zu viel nach vorne springen, weil die Helpside-Verteidigung kommt. Ja. Selbst wenn ihr in der Luft nach vorne springt, kann der Verteidiger das Offensiv voll annehmen. Das heißt, ihr wollt kurz abstoppen und nach oben gleiten. Auf geht's. Hier. Help. Boom. Yes. Help. Ja. Hopp. Und nicht nach vorne. Jawohl. Super. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich hole wieder den Defender dazu. Zu Hause könnt ihr einen Besenstiel nehmen. Ja? Ein Besen als Verteidiger. Genau. Die Black Roll, was auch immer euch einfällt, könnt ihr nehmen als Verteidiger. Super. Ja, das sieht exzellent aus, Jungs. Help! Macht nichts. Hoch da. Super. Ja, jetzt machen wir noch eine Variation vom Floater. Jetzt haben wir den verkürzten Layup, also mit einem Schritt hoch. Jetzt haben wir 1, 2, Hüfte zum Korb, ein Kontakt zum Korb. Jetzt wollen wir mal die Hüfte nicht zum Korb drehen. Das heißt, du attackierst Richtung Baseline. Fußarbeit bleibt wie beim ersten auch gleich. Wir nehmen das linke Bein, aber die Hüfte geht weg vom Korb und wir schmeißen den Ball quasi wie so im Lauf, ja, weil da kommt kein Verteidiger, im Lauf gegen das Brett. Ja, um den Rhythmus des Verteidigers hier rauszunehmen, bap, und sofort gegen das Brett. Ja, der ist schon sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, ihr könnt es üben und trainieren, damit es so aussieht wie bei den Jungs. Auf geht's. Push, ein Schritt gegen das Brett. Super. Wieder hoch gegen das Brett. Yes. Okay. Hoch, Nick. Yes. Okay, gut, 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 gut. Ja, ihr seht schon, es wird schwieriger für die Jungs. Super. Hoch, hoch. Ja, da war zu flach, Nick. Der wird geblockt. Wieder floaten. Ja, lass den Ball oben floaten. Oben drüber. Super. Ja, das Ziel ist, dass der Ball ganz soft ans Brett geht. Ganz, ganz soft. Super, Nick. Der war exzellent. Der Verteidiger ist hier. Er denkt, er macht 1, 2. Aber der Wurf kommt sofort. Und ich kann den nicht verteidigen. Ja? Hopp. Hoch da. Very nice. Super. Schritt und hoch. Jawohl, gut, gut. Sehr gut. Wieder noch einmal. Hopp, hopp. Very nice, Matteo. Hopp, gut. Hopp, 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 hopp. Wow. Okay, komm, wir müssen mit dem Treffer aufhören. Komm, einen Treffer brauchen wir. Yes. Yes. Very nice. Yay. Ja, ihr seht, die Jungs haben das schon ein paar Mal im Training gemacht bei uns. Waren viele Bälle drin, aber lasst euch nicht demotivieren, wenn die Bälle erstmal nicht reinfallen. Ist ein schwieriger Wurf, der aber auf einem hohen Level gebraucht wird, um über die großen Verteidiger, ja, in diesem Fall war es jetzt diese Extension, drüber zu werfen. Könnt ihr auch mal beobachten, in der NBA, Trae Young, ja, nicht der größte Spieler, der muss aber auch die Würfe loskriegen in der Zone. That's just a beautiful shot there by Trae. And he throws a nice floater up over Aiden. Das gilt natürlich auch viel für Point Guards, für kleine Spieler, die über große Verteidiger werfen wollen. Ja, die Fußarbeiten haben wir gesehen. Ein verkürzter auf einem Bein, dann 1-2 Kontakt nach oben, ein Kontakt von beiden Beinen und jetzt auch noch den letzten, so ein Runner, wo die Hüfte ja nicht zum Korb geht, sondern ganz schnell den Ball oben releasen wollen. Viel Spaß beim Üben und ich glaube, den Jungs hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Schaltet wieder ein. Lasst uns ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, sagt auch gern, was wir verbessern können. Viel Spaß beim Probieren.